Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Ich bin zurück aus Wien. War jetzt eine ganze Woche da. Osterturnier war ja am Start. Mega geil. Unglaublich viele Fans auch getroffen. Leute, die mich kennen. Wer das nicht kennt, das Osterturnier in Wien ist jedes Jahr zur Osternzeit. Über 600 Teams anscheinend. Über 5000 Jugendliche. Total crazy. Aus Deutschland, aus Italien. Frankreich war, glaube ich, auch am Start. Alles, da war eigentlich alles dabei. Das ist eines der größten Turniere in ganz Europa. Du weißt gar nicht, was da los ist. Das ist in drei verschiedenen Hallen. Unglaublich viel Traffic, ne? Richtig krass. Und so viel Liebe bekommen, so viele Fotos gemacht. Mega geil. Hatte meinen Ball dabei, habe meinen Ball verkauft. Und einfach schön. War echt einfach schön. Und Wien sowieso echt eine sehr schöne, chillige Stadt. Wer noch nicht da war, den kann ich es nur empfehlen. Musst aber schon eine Woche hin, wenn du das erste Mal hinfährst, weil auch alleine Sehenswürdigkeiten und so. Wenn du ins Museum gehen möchtest, dann gönn dir mal so richtig. Ne? Essen ist gut, Leute sind nett, wie ich finde. Ab und zu schimpfen immer Leute über die Wiener, aber ich habe da nur nette Menschen kennengelernt. Ohne Scheiß. Keinen einzigen Hater, wenn einer da war. Es war mit Sicherheit einer da, hat er sich nicht hergetraut. Daher wieder ein bisschen enttäuscht, aber nein, alles gut, hat Spaß gemacht. Und jetzt war wirklich jedes Wochenende voll Action Basketball. Ne? Davor war ich ja in Österreich in Ried, Streetball-Turnier 3x3 hat angefangen, was ich ja mit Peak in die Wege geleitet haben, dass wir das sponsern. Dann war ich am nächsten Tag in Poing, das ist in München. Da haben wir ein kleines B-Ball-Event gemacht, dann hatte ich noch ein Spiel am Abend. Crazy, man. Zurzeit geht es echt ab. Jetzt haben wir noch mal ein Heimspiel. Ich glaube, das letzte Heimspiel noch mit meinem Verein, den neuen AK Tigers in München. Es muss ein Sieg her, auch sehr wichtig, weil da ist ein bisschen Frust jetzt gerade, für mich zumindest. Ne? So viel verlieren tut nicht gut. Aber das finde ich auch cool in der Hinsicht. Ich habe viel mit Kiddies gelabert auf dem Turnier und immer wieder gefragt, hey, wie ist gelaufen? Seid ihr schon raus? Wie viel habt ihr gewonnen? Und auch wenn man mal eine Zeit böse auf den Sack bekommt. Ne? Du hast da 4 Spiele in diesem Turnier, fährst extra, weiß ich nicht, 800 Kilometer oder was weiß ich. Die kommen halt wirklich von weit her. Und verlierst trotzdem alle 4 Spiele, die du hast. Kein Frust, Mann. Echt, das Frusten ist das Beschissenste, was dir passieren kann. Aber damit wirst du auch reifen. Ne? Ich finde, ein guter Gewinner, es kann nur ein guter Gewinner sein, wer auch ein guter Verlierer ist. Weißt du? Du merkst es sofort, wer ein beschissener Verlierer ist. Alter, und ich hasse diese beschissenen Verlierer. Und diese beschissenen Verlierer sind auch meistens beschissene Gewinner. Ne? So ein bisschen arrogant, finde ich. Ne? Ich will nicht zu allgemein, aber was ich so immer beobachtet habe, wenn jemand echt beschissen schlecht im Verlieren ist, dann ist er auch sehr arrogant, wenn er mal gewinnt. Dann ist er gleich wieder so ein bisschen eingebildet. Weißt du, was ich meine? Ganz heikles Thema, ganz schwierige Person, Menschlichkeit und so. Das ist aber anderes Thema. Nein, Mann, habe ich da nicht erlebt. Ich habe da echt nur Liebe erfahren. Das ist immer wieder das Schöne. Keine Auseinandersetzungen, Fair Play vom Feinsten, nette Menschen. Also echt, kann ich nur empfehlen, wenn du in Wien bist und du hast ein Team, melde dich an fürs nächste Jahr 2025, aber du musst unglaublich schnell sein. Ich habe auch so viele Nachrichten bekommen auf Instagram, auf TikTok, dass mir Kiddies geschrieben haben, wir wollten hin, wir waren aber zu spät dran, weil die Plätze sind wirklich sehr wenige, sind rar und die Nachfrage ist gigantisch. Ich weiß nicht, waren da 10 italienische Teams? Ich weiß nicht, wie viele italienische Teams am Start waren. Was ich auch cool finde, Peak hat so Preise gesponsert. Habe sogar ich zusammengesucht, ne? 7 Mr. Mike Bälle und ein italienisches Team hat das gewonnen irgendwie und hat 6 von diesen Bällen mit nach Hause genommen. Ich habe dann auf einmal so diese Mannschaft gesehen mit diesen 10 Italienern und 6 davon hatten halt die Mr. Mike Bälle. Wussten natürlich nicht, wer ich bin, aber ich habe es halt gefeiert, dass die da vorbei sind. Und ein Italiener hat sich dann auch einen noch nachträglich gekauft, weil er gemerkt hat, oh, die Mr. Mike Bälle sind ziemlich geil. Dann ist er zu mir hergekommen, weil ich hatte so einen Tresen, wo ich halt ausgestellt habe. Ich habe Schuhe verkauft für 25 Euro, waren so alte Modelle, die schon 5-8 Jahre alt waren und mein Mr. Mike Ball natürlich, die Neuauflage. Und dann hat er so nett mit diesem italienischen Akzent, wollte er diesen Ball haben. Mr. Mike! Das hat er so nett und lieb gesagt, hat sich so einen Mr. Mike Ball gekauft, gell, weil er ihn so gefeiert hat. Also das war echt auch schön. Also gleich Mr. Mike im Ausland. Ja, das ist dieses italienische Mr. Mike, Mr. Mike. Ich kann das nicht aussprechen. Mike, Mr. Mike. Haben natürlich von mir noch nie gehört, weil wieso auch? Ich kenne ja kein Deutsch, aber war halt einfach schön, Mann. Ja, Mann, Basketball gespielt habe ich in der letzten Woche wenig, aber ist auch egal. Im Mai bin ich nochmal in Berlin.
Da ist JBBL-Finale, irgendwas ist da noch, da bin ich auch noch mit Peak am Start. Ansonsten Kroatien geht es noch dieses Jahr, USA geht es noch 2 Wochen, Disneyland, also dieses Jahr komme ich schon noch ein bisschen rum. Ne? Freue mich drauf, weil ich finde, man sollte ein bisschen was von der Welt erleben, finde ich für mich zumindest, ich finde es wichtig. Ne? Früher, wo ich noch jünger war, habe ich mir gedacht, oh, ich will nicht weg, ich hatte auch nie Bock, irgendwie am Wochenende rauszugehen, also ich war echt ziemlich faul. So mehr daheim chillen, aber mittlerweile finde ich, es gibt so schöne Orte zum Entdecken, check die aus mal. Ne? Und dann fällt es dir vielleicht auch mal auf, andere Länder, andere Sitten zum Beispiel, oder dass in Norddeutschland einige Leute China sagen und hier bei uns im Süden von Deutschland, in Bayern, dass die Leute China sagen. Ne? Wenn du das zum Beispiel nicht weißt, bist du in deinem Leben wirklich noch überhaupt nicht weit rumgekommen. Du solltest deinen Horizont erweitern. Ne? Das ist so ein Thema, was ich immer wieder mal ein bisschen raushauen muss. Ja Mann, ansonsten, was gibt's noch? Bisschen Werbung, ne? Hoodie, nice, meine Bälle, Mr. Mike Production, meine Internetseite ist neu, schön, schick, hergerichtet, einfach mal auschecken. Oh, ein Thema, was ich noch unbedingt besprechen wollte, was ich auch sehr gefeiert habe, so der Style der Jugend. Ne? Ich habe bei dem ganzen Turnier einen einzigen gesehen mit meiner Frisur, ne? Im Jugendbereich. Was wird der gewesen sein? 15, 16, der war nicht älter. Ansonsten alle lange Haare, Locken vor allem, Locken sind in. Wenn ich noch meine lange Haare, meine Locken hätte, Alter, ich wäre ja der Womanizer schlechthin. Nein, Mann. Und was ich halt sehr gefeiert habe, die Baggy-Hosen kommen wieder, Mann. Ne? Die Baggy-Hosen, Alter. Ey, da waren so viele Kiddies mit Baggy-Hosen und ich habe nicht einen einzigen mit Skinny-Jeans gesehen. Ne, Skinny-Jeans vor 5 Jahren noch so richtig im Trend, mittlerweile gar nicht mehr. Und ich natürlich seit 1996 in meinen Baggy-Hosen. Ne? Ich meine, ohne Baggy-Hosen gehe ich gehe mit Baggy-Hosen schlafen. Verstehst du? Das habe ich sehr gefeiert, dass das wieder zurückkommt. Verstehst du? Ich habe nie aufgegeben, ich habe immer dafür gekämpft und ich werde auch immer weiter kämpfen dafür. Kämpfen natürlich Spaß, ich meine, das bin halt ich. Ne? Baggy ist einfach mein Style, da muss man nicht kämpfen. Du, Baggy ist ein Lifestyle, verstehst du? Immer schön weite Klamotten. Bei mir ist auch so ein Ding, was auch so lustig ist, es gab noch Leute, die hatten enge Hosen, diese kurzen Basketball-Shots. Dann wurden diese Basketball-Shots noch so reingedreht und nach oben gezogen. Das ist auch anscheinend irgendwie ein Trend bei ein paar. Und ich schwöre dir, das geht auch wieder zurück. Ne? Diese Boxershorthose. Alter, diese Basketballshorts sind kleiner, enger als meine Boxershorts, mit denen ich unten drunter rumlaufe. Also, dass die Männer, die Jungs, keine Angst haben, dass ihnen da unten was rausfällt. Das ist für mich faszinierend. Alter, es geht bis hier hoch in den Schritt. Du klemmst dir doch deine Eier ein, Alter. Wie unangenehm ist das bitte? Da kannst du dich doch nicht bewegen. Also, meine Meinung, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Aber ich schwör's dir, der Trend wird wieder zurückgehen. Das hat man in die 70er Jahre, ne? 80er, 90er, 90er Jahre Baggy-Zeit. Dann 2000 bis 2005, 2010 ging es schon wieder zurück. Dann wieder enge Skinny-Jeans und jetzt wieder Baggy zurück. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ne? Aber ja, Modeberatung mache ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jeder soll so rumlaufen, wie er sich wohlfühlt. Ist ihr das Allerwichtigste. So Mann, wir werfen ein paar Körbe, weil das Video heißt ja auch Körbe werfen mit Mr. Mike. Mal schauen, was geht. Ich habe tatsächlich seit Sonntag nicht mehr geworfen. Heute ist Samstag. Scheiße. Habe ich gleich gefühlt, der ist nicht gut. Ja. Soll ich noch einen wagen? Nee, oder? Doch, einen noch. So, Mann, echt zu lange nicht mehr geworfen. Schön. Tschüss, der. Bis jetzt gleich. Den richtig schönen Wurf fühlst du sofort, wenn er hier oben raus ist. Wenn er oben bei den Fingerspitzen verlässt, dann schön. Bitte. Mr. Mike. Nice. Okay. Jetzt machen wir mal weiter. Mr. Mike. Alter, ohne Scheiß, der Ball ist halt auch gut für 35 Euro. MrMikeProduction.de. Check meine neue Internetseite aus, Mann. Ne? Die ist immer noch nicht fertig. Im Sommer haben wir es wahrscheinlich, dass sie komplett fertig ist. Und dann, Alter, da gehen mal Grüße und vielen Dank an den Simon raus. Weil Simon hilft mir bei dieser Internetseite. Und der ist halt wirklich ein Crack, der Typ. Der hat für Huawei, glaube ich, die Internetseiten für deren Server gemacht. Und Alter, wenn du das siehst, wie professionell die aussieht. Ich könnte mir den Menschen, Jungen, den Mann, den Homie, den Baller, Ballerliebe, könnte ich mir niemals leisten vom Stundenlohn her, aber da er halt einfach
ein Baller ist und das liebt und mich halt auch dann auch mag, ne? Baller, ne? Ballerliebe einfach, macht er das halt, weil er Bock drauf hat. Verstehst du? Ich gebe ihm natürlich schon was dafür, aber den Stundenlohn kann ich einfach nicht bezahlen. Ne? Ich als kleiner Fisch so verdiene nicht Tausende im Monat mit Basketball, mit meinen Bällen. Daher einfach nur Liebe raus. Vielen lieben Dank, Simon, dafür. Echt mega. Und wenn diese Seite komplett fertig ist, Alter, dann schaust mal da, dann ist es wirklich anderes Level. Anderes Level. So, egal. Es wird auch zapfig. Heute hatte es zwar 25 Grad bei uns, das war der wärmste Tag dieses Jahr, der 30.03.2024. So, noch für die Meteorologen, fürs Logbuch, falls du das irgendwo notieren möchtest, wie es hier bei uns in Bayern war. Ansonsten, es wird frisch, ich gehe heim, ich habe Hunger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ballerliebe geht raus an alle, die mich gesehen haben, Fotos gemacht haben. Schickt es mir gerne auf Instagram, Mr. Mike Production, verlinkt mich, würde mich auch sehr freuen. Alter, es waren echt viele Fotos. Ich habe echt viele Fotos gemacht. War aber auch einfach ein schöner Trip. Wien ist für mich immer das Osterturnier. Ich war letztes Jahr das allererste Mal und das Turnier hatte dieses Jahr das 30. Jubiläum. Seit 30 Jahren gibt es dieses Turnier, Alter. Das ist voll crazy. Über 5000 Jugendliche, ne? Mit Eltern natürlich und alle, die mit da sind. Über 5000 Leute. Weißt du, was da B-Ball-mäßig da los ist in der Stadthalle? Crazy, Alter. Crazy. Das ist echt geil. Das ist in Europa das größte Turnier. Und ich habe letztes Jahr das erste Mal davon erfahren. Verstehst du? Gibt es seit 30 Jahren. Das ist für echt krass, Mann. Das ist für echt krass. Also auschecken. Wenn ihr einen Verein habt und da mal gerne hinfahrt, holt euch Infos dazu. Kann ich nur empfehlen. Das ist echt ein cooler Trip, weil Wien ist halt auch einfach eine schöne Stadt. Gell? So sieht's aus. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.